Tag 87, 9. Oktober, Mittwoch. Und damit wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Und die Notisten verlangen privaten Strand in der Stadt. Gerechtfertigt, so ein FKK-Strand ist eigentlich in vielen Städten oder an vielen Stränden eigentlich mehr oder weniger vorhanden. Jedenfalls da, wo FKK erlaubt ist. So allgemein, so in der kulturellen Gegend und so weiter. Ich denke mal, sowas in islamischen Gegenden wird FKK wahrscheinlich nicht ganz so vorhanden sein. Obdachlosigkeit um 13% gestiegen. Ach hey. Ich frage mich, ob man, wenn man, ich spiele jetzt eher mehr so einen etwas brutaleren Polizisten, würde ich mal jetzt vermuten. Einer, der etwas eher über Leichen geht. Und ich frage mich ja so ein bisschen, ob, naja, ob wenn man einen wirklich richtig vorbildlichen spielen würde, ob man dann hier das alles auch senkt. So, ich glaube, die Arbeitslosigkeit ist auch bei gestiegen und Drogenabhängigkeit ist ja gestiegen und sonst irgendwas. Würde mich mal interessieren. Bürgermeister Rogers, ich werde auf der Polizeiwache wieder Ordnung einkehren lassen. Das kannst du vergessen. Ah ja, er hat 2 Daumen runter. Verständlich. Klar, ich habe hier nicht diesen... Ich habe ja hier keinen hingeschickt zu dieser Überführung. Bewachung. Ach, was weiß ich. Schicht A, Tag beginnen. Der obligatorische Huster muss einfach sein. Welches Lied hatten wir? Hatten wir das hier? Dirt Cheap? Genau, wir hatten hier die Eier, hatten wir. Dann haben wir jetzt Alexander Bodin. Das sind aber auch schöne Melodien, haben sie eingebaut. Muss man ja mal lassen. Stadtverwaltung. Neuesten Berichten nach stellt die Polizei Schulabgängern mit den schlechtesten Noten ein. Das ist eine Schande, nicht nur für sie, sondern für die ganze Stadt. Schicken sie in den nächsten 2 Tagen wenigstens 4 Cops zu zusätzlichen Ausbildungsstunden. Wenn sie ihnen nichts beibringen können, lassen sie die Profis übernehmen. Edith Forbes hat alle Prüfungen mit fliegenden Fahnen bestanden und sollte eine Belohnung erhalten. Cool. Stellvertreter Paul Cock ist bei allen Prüfungen durchgefallen und hat die Marke entehrt. Oh. Ja, Facepalm. Detektiv bestellte eine Party, problemlose Entlassung. Nee. Nee, hier kann ich auch niemanden schicken. Stadtverwaltung. Achso, hier. Stellvertreter kann ich wahrscheinlich. Das habe ich ja. Schweigen erkaufen, Namen kaufen. Dann muss ich jemanden zur Polizei schicken. Auch jemanden kann ich nicht schicken. Na ja, gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Schießerei, Atticus, Wolkenkratzer. Ein Büroangestellter kam früher als üblich zur Arbeit und hörte vom Dach Schüsse und Schreie. Ich arbeite immer am obersten Stockwerk, aber so etwas habe ich noch nie gehört. Dann schicke ich da mal hier 3 Leute hin. Es könnte auch sein, dass es irgendwas anderes ist. Also, deswegen die 3 sollen gucken, was da wirklich los ist. Und wenn da wirklich Schießereien oder was auch immer ist, dann kann ich ja immer noch mehr Leute hinschicken. Unerlaubte Versammlung, St. Jones Krankenhaus. Abtreibungsgegner haben eine Frauenklinik umstellt. Sie gebärden sich sehr aggressiv und rufen: Abtreibung ist Mord! Abtreibung ist Sünde! Niemand wagt es, sich zu nähern, um die Ärzte und Krankenschwestern haben Angst davor, das Gebäude zu verlassen. Okay. Mach mal so. Das SWAT-Team hebe ich mir auf, falls die da was brauchen. Im Atticus Curb. Ich vermute mal, dass da nichts Schlimmes los ist. Es hat sich herausgestellt, dass das Dach als Drehort für die finale Szene auf dem Hochhaus im neuen Actionfilm Blutiges Helm 5, Johnnys neue Kleider, dient. Geil. Johnnys neue Kleider. Geiler Titel. Fahrlässige Gefährdung, Stadtzentrum. Eine Gruppe von Jugendlichen wirft Portemonnaies als Scherz auf den Bürgersteig und bindet einen Faden daran fest. So ziehen sie das Portemonnaie über den Boden und locken neugierige Passanten in einen Müllcontainer in einer Gasse. Das ist nicht die erste Beschwerde zu diesem Thema. Einen Tag vorher hatte eines der Opfer solche Angst, dass es das Bewusstsein verlor. Die Frau hat sich bis jetzt noch nicht erholt. Ja. Na komm, komm mal. Das ist nur für die Jugendliche, kommen. Wir schicken da nur 2 Leute hin, das sollte ja reichen. Wobei ich jetzt natürlich die beiden schlechtesten hier habe, ist doof. Oh, perfekt.
als wär's geplant gewesen. Nanny French, Octopus Restaurant. Mr. Boyd, meine ausländischen Köche sind außer Kontrolle geraten. Sie haben angefangen, ins Essen zu spucken und alle möglichen seltsamen Dinge reinzuwerfen. Als wäre das ein Witz. Das wäre nicht so schlimm, wenn nicht ein paar Gäste bemerkt hätten, dass sie so etwas mit... Das wäre nicht so schlimm. Aber Mann. Ja. Pardon. Dass sie so etwas mitessen und sich beschwert hätten. Ich habe versucht, mit den Leuten zu reden, aber sie nicken und stimmen mir zu, nur um dann mit dem Unsinn weiterzumachen. Schicken Sie bitte ein paar Ihrer Leute her, um sie vielleicht mit Gefängnis oder Abschiebung zu bedrohen. Aber gehen Sie sicher, dass es nur Drohungen bleiben. Ich kann mir keinen Tag ohne Köche leisten. Naja, gucken wir mal. Wir brauchen echt Verstärkung. Tja, das kann ich leider nicht. Hat doch funktioniert. Für was brauchen die Verstärkung? Die hätten den besten Mann, hatten sie dabei, ja? Dann muss es ja klappen. Eine 100-Dollar-Note liegt auf dem Boden und ein paar Teenager in der Gasse lugen um die Ecke. Ihr seid verhaftet, Kinder. Und übrigens, das Geld gehört uns. Betrug im Ghetto. Ein Mann, der anonym bleiben wollte, hat uns auf jemanden hingewiesen, der in der Herstellung und dem Verkauf von falschen Dokumenten, Zertifikaten und anderen zurzeit begehrten Papieren verwickelt ist. Die Preise von dem Kerl werden immer höher. Dabei ist die Qualität genauso mies wie vorher. Okay, der ist anscheinend selber ein Verbrecher, weil er anscheinend die kauft. Komm, schick mal drei Leute hin. Hier sind ja gleich die nächsten zurück. Genau. Sir, wir haben Initiative gezeigt und diesen gerissenen Immigranten ein bisschen mit den Schlagstöcken oben hergeschubst. Den Rest haben wir eine halbe Stunde lang Angst eingejagt und sie haben gekuscht. Wir werden keinen Mist mehr mit dem Essen anstellen. Miss French war so dankbar, dass sie uns Krabbensalat mit Sake serviert hat. Selbst unsere eigenen Familien kümmern sich nicht so gut um uns. Nur 1000 dafür bekommen. Krass. Die sind jetzt Alkoholiker, aber... Ach mein Gott, passiert. Sie sind jetzt etwas alkoholisiert. Diebstahl, Atticus Wolkenkratzer. Die Verkäuferin in einem Geschenkeladen hat eine bunt gekleidete Mexikanerin gesehen, die eine Figur, des Freiburg-Denkmals in ihre Tasche gestopft haben soll. Dann hat sie weiter eingekauft und Sachen anprobiert. Also bin ich ihr gefolgt. Sie hat alles bar bezahlt, bis auf die Figur. Ich habe den Sicherheitsmann gebeten, sie aufzuhalten, aber so ein großer Typ ging dazwischen und die Diebin konnte entkommen. Und dann schicken wir zwei Frauen hin. Ist ja eine Diebin. Wenn man sie kontrollieren will, ist es immer gut, wenn man eine Frau dabei hat. Oh. Auf ein Klopfen an der Tür reagiert niemand, also brechen die Polizisten die Tür auf und betreten die Wohnung. Ein Mann mit Brille kommt aus einem der Zimmer und zeigt seine Marke vor, die ihn als Bundesagenten ausweist. Vor dem Mann salutieren die Wanne. Ah ja, eine gefälschte Marke, wie mir scheint. Vor ihm salutieren. Das ist ja auch eine geile Antwort gewesen. Oh Mann. Oh, was war denn hier hinten? Fahrlässige Gefährdung in der Vorstadt. Leroy Everett, sind zwei offensichtlich bekiffte Teenager aufgefallen, die am Straßenrand saßen und russisches Roulette spielen. Russisches Roulette, das ist nicht gut. Ja, ich hab hier zwei Betrunkene dabei, die werden ja schon den Kugeln ausweichen können. Was ist denn? Unfall. Johanna Jaxi wurde beim Autounfall getötet. Den ersten Berichten nach war er betrunken. Upsi. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Okay, die dürfen betrunken nicht Auto fahren, wie mir scheint. Fahren die alle einzeln? Ist er gefahren? Dann ist er Glück, dass er nicht alle anderen mit in den Tod gebracht hat. Nein. Falscher Alarm. Die junge Frau hat sich als Popstar Alana Moraes herausgestellt, die Freiburg auf ihrer Tour besucht hat. Der große Mann war ihr Leibwächter. Sie hat in verschiedenen Läden Souvenirs eingekauft und die Figur in ihrer Tasche einfach vergessen. Ich konnte nicht alles in den Händen tragen, hat sich Alana entschuldigt. Die Verkäuferin hatte sie nicht erkannt. Ich höre keine Popmusik, aber ein Autogramm der Sängerin hat sie trotzdem angenommen. Ah ja.
Sie hat die Figur vergessen. Ja, scheint ein Alkoholproblem schon haben. Ist ja jetzt auch nicht so. Er hat ja nur ein Geschenk angenommen, ja? So ein kleines bisschen Sake. Ist auch nur Reiswein. Oder Schnaps. Geiselnahme mit Todesfall. Wohngebiet. Ein Passant sah, wie maskierte Männer mit Waffen und großen Taschen aus einer Bank in ein Wohngebäude flohen. Für mich sah es so aus, als wäre einer der Räuber verletzt. Das sind ein paar Leute zu wenig. Ich warte erstmal noch. Guck, da kommen jetzt zwei zurück. Sieh mal, der Klaus, ne? Es stirbt nicht beim Autofahren. Der ist den Alkohol schon etwas besser gewohnt. So, mit O. Schade, gestorben. Naja. Er war alt, also wahrscheinlich war es eine ungeschickte Kombination aus Alter und Alkohol. Also quasi da ein AA-Missgeschick. Oh Gott. Verdächtige Person in der Vorstadt, Naomi Rutherford, macht sich ernsthaft Sorgen, dass die Stadt von Kommunisten unterwandert wird. Ich habe sie direkt vor meinem Fenster gesehen. Eine ganze Familie in roten Anzügen mit Aufdruck USSR. Ich habe niemanden mit Hammer und Sichel gesehen, noch nicht. Aber ich weiß es genau. Es ist wie immer in den letzten 200 Jahren. Wir haben Blut und Schweiß für unsere Demokratie vergossen und wir werden sie diese Kommunisten nicht einfach ohne einen Kampf überlassen. Ich sage, sollen sie nur kommen mit allem, was sie uns entgegenwerfen können. Ja. Das ist aber der Kommunismus. Es gab eh noch keinen richtigen Kommunismus auf diesem Planeten. Der Kommunismus heißt ja, dass das Volk das die Macht hat. Und das Volk hatte noch nie die Macht. Selbst in Russland als UdSSR. Ja? Nicht USSR, sondern UdSSR. Selbst da gab es keinen richtigen Kommunismus. Weil da gab es immer noch einen Staat, der den Bürgern Dinge weggenommen hat. Also. Der Türsteher liegt bewusstlos am Boden. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb und auf der Treppe finden sich Blutspuren. Wir befragen mal den. Irgendwo weiter oben schreit eine Frau, dann sind Schüsse zu hören. Der Türsteher kommt langsam wieder zu Bewusstsein. Vorsichtig die Treppe hinaufsteigen. Auf der Treppe liegt die Leiche einer Frau im Morgenmantel. Die Kriminellen haben sich in einer Wohnung verschanzt. Betäubungsgranaten hineinwerfen, warum nicht? Wenn ich sowas habe, warum nicht? Oh, gefundene Beute, Geld. Das Geld von der Mafia verkaufen. Das Geld von der Mafia verkaufen lassen. Wie geil ist das denn? Okay, warum nicht? 10-Dollar-Noten, nur für 5 Dollar. Heute Sonderangebot, 100-Dollar-Noten für 80. Ah, wie geil. Vorstadt, achso, das, genau. Ah ja, das kann ich getrost auslassen. Gewaltsame Auseinandersetzung. Christopher G. Sands Eislauf Arena. Ein paar junge Frauen fingen eine Schlägerei an, während sie in der Schlange für Tickets zu einem Larry Pistol Konzert standen. Okay, da warte ich noch, bis meine Leute da sind. Die Frau wurde offenbar von der Familie Brünn überrascht, Immigranten aus der Sowjetunion, die erst heute in der Stadt eingetroffen sind und noch keine neue Kleidung kaufen konnten. Welches Jahr haben wir? Kann ich das irgendwo sehen? Also, wenn Immigranten aus der Sowjetunion, dann müssten wir ja vor 1990 gerade sein. Würde auch passen zu den Kassetten, die ich im Regal stehen habe. No. Vandal und Anatashi. Klausner sollte ich vielleicht lieber nicht hinschicken. Ach scheiße, ich habe den Mannschaftswagen vergessen. Nein. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, also Fakt ist, ich sollte niemanden fahren lassen, der gerade hier so eine Flasche stehen hat. Habe ich irgendwelche Informationen zu irgendeiner anderen hier? Ich weiß ja am Anfang von dem Spiel wurde gesagt, dass man aufpassen soll, weil Leute eben Alkoholiker sein können. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn man dann irgendwie so anklicken kann und sagen kann, hier, der ist Alkoholiker. So. Ist jetzt eh der letzte Einsatz, dann kann ich jetzt auch nochmal alles hinschicken, was ich habe.
Ja, bin ich mal spannend, wie der ausgeht. Ich weiß, hätte ich cool gefunden, wenn man wirklich so ein bisschen selber investigativ nachgucken muss, so ein paar Berichte zu den Leuten immer durchlesen muss und dann irgendwie so anklicken kann. Okay, ich klicke an und der ist, dass er Alkoholiker ist. So als Notizzettel für mich selbst. Sehr schön. Gut gemacht, Leute. Na, dann beenden wir den Tag. Wir müssen etwas Papierkram für diesen toten Angestellten erledigen. Ach, ich weiß nicht, ich habe die Unterlagen verlegt. Tut mir leid. Ja, ist ja, ich habe ja eh noch genug Stellen frei, also nicht so, dass ich jetzt unbedingt eine Stelle brauche. Aber dann würde ich sagen, wir beenden an der Stelle auch die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir haben endlich mal wieder einen Toten. Ist ja wieder eine Weile her. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Cheerio.